Der Podcast holt die Heilpädagogik ans Licht. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier erwarten dich Themen, Menschen, Projekte, die dich und dein berufliches Tun inspirieren. Ganz viel Spaß bei dieser Folge. Ikigai, das Thema dieser Folge. Ich hatte schon mal in einem anderen Video, das heißt, deine größte Ressource, darauf hingewiesen. Ikigai ist, wie es hier beschrieben ist, das japanische Geheimnis für ein langes und glückliches Leben. Das Buch, das du hier siehst, ist von Hector Garcia und Francesc Mirallès geschrieben, auf Englisch. Wenn es dich näher interessiert, das kann ich nur empfehlen. Ikigai kommt aus einer japanischen Insel, die heißt Okinawa. Dort sind die ältesten Menschen, ich glaube, der ganzen Welt, die dort leben. Und dieses Konzept bedeutet, was ist dein Grund, hier zu sein? Also was ist es, weshalb du auf dieser Welt bist? Was treibt dich morgens aus dem Bett? Also das ist der Grund, warum du aufstehst. Es ist in unserer westlichen Welt so, dass wir ganz oft gar nicht aufstehen aus diesem Grund, wofür wir gemacht worden sind, was so unsere Mission, unsere Aufgabe in dieser Welt ist, sondern dafür, um die Familie zu ernähren, bestimmte Konsumgüter zu haben, um Erwartungen von sich selbst oder von der Gesellschaft zu erfüllen, jede Menge viele Dinge, die uns dazu treiben, in eine Arbeitsstelle vielleicht auch zu gehen, die uns überhaupt gar keinen Spaß macht. Das Konzept schauen wir uns jetzt mal genauer an. Zu verdeutlichen stelle ich dir hier mein Ikigai zur Verfügung. Also der Grund, warum ich aufstehe, ist, dass es meine Berufung ist, andere zu befähigen und diese wieder andere befähigen können. Was sie jetzt genau befähigt werden, das hat damit zu tun, was ich denke, was diese Welt braucht. Liebe, Wertschätzung, Miteinander und meine Mission. Denn das ist es, die voraussetzungslose Toleranz. Das ist eigentlich der Grundgedanke, die Grundhaltung von Inklusion. Jeder darf so sein, wie er oder sie ist. Ich liebe es, kreativ und autonom zu sein. Meine Leidenschaft ist es, etwas zu gestalten, besonders auch etwas Neues zu gestalten. Ich kann verschiedene Dinge, habe dazu eine bestimmte Ausbildung gemacht und diese ganzen Dinge, die münden darin auch, wovon ich leben kann. Das heißt, wovon ich leben kann, diese unterschiedlichen Tätigkeiten, die ich tue, die haben mit jedem einzelnen Punkt hier zu tun. Die haben mit dem zu tun, was ich liebe, was meine Leidenschaft ist, was meine Mission ist, was meine Berufung ist, was meine Ausbildung ist. Das ist quasi ein Kreis, der sich schließt. Und das heißt aber nicht nur, dass sich das auf meine Arbeit bezieht, sondern es bezieht sich auch auf das Leben. Das Leben ist quasi danach ausgerichtet. Ich würde mich freuen, wenn du dir das als Anregung nehmen kannst und mal für dich selbst nachdenkst und überlegst, was ist es, was du wirklich liebst? Was ist es, was du denkst, was diese Welt braucht? Was ist denn deine Leidenschaft? Was kannst du? Und welche Ausbildungen hast du gemacht? Welche Berufung hast du? Was ist es, was dieses, was die Welt braucht und das, wovon du leben kannst, sich überschneidet? Was sind die einzelnen Dinge, wofür du Geld bekommen kannst? Wenn du dich näher damit beschäftigen möchtest, gibt es weitere Fragestellungen, die dir dabei helfen können, dein Ikigai zu finden. Zu dem, was du liebst, könntest du dir auch überlegen, was dir Energie gibt, was du als Kind besonders schon geliebt hast, was dir leicht fällt, was vielleicht für andere Menschen ein Talent ist, das du selber bei dir gar nicht so entdecken kannst, weil du denkst, fällt dir eh total leicht. Und wobei bist du komplett im Flow? Also was macht dir so Spaß, dass du die Zeit und den Raum um dich herum vergessen kannst? Was könntest du immer wieder diskutieren? Worüber kannst du ganz viel sprechen, ohne dass es dich ermüdet? Zu dem Aspekt, wofür du bezahlt werden kannst, kannst du dir überlegen, welches Problem du lösen kannst, wozu andere vielleicht noch nicht so einen Zugang haben. Wobei kannst du helfen? Und welche Dinge, also Ergebnisse, machen dich glücklich? Und dann noch eine interessante Frage, sich mal zu überlegen, welche Menschen sind mir eigentlich ähnlich?
Was machen die und womit verdienen die ihr Geld? Was wäre so ein ideales Bild vielleicht auch von mir? Zu dem Aspekt, was die Welt braucht, kannst du darüber nachdenken, was soll das sein, was auf dieser Welt bleibt, wenn du mal stirbst? Also was muss auf jeden Fall hier bleiben? Nicht unbedingt von dir, sondern was braucht diese Welt? Und was wünschst du dir für diese Menschheit auf der Welt? Und was sollte unbedingt jeder Mensch haben? Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren und hoffe sehr, dass du dadurch ein paar Impulse mitnehmen kannst, die dich und dein Leben bereichern können. Ich freue mich auf dich zur nächsten Podcast-Folge und wünsche dir bis dahin eine gute Zeit.